Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Erik, 1-1 gestern im Derby gegen Aue, 2 Punkte liegen lassen? Jein, denn ich denke, die Aue haben es sehr gut gespielt hinten raus, haben sich oft auch aus unserem Pressing lösen können und hatten auch schon einige gefährliche Torchancen. Wir sind nicht in unser Spiel reingekommen, wir haben keine zweiten Bälle gewonnen, Pressing konnten wir leider diesmal auch nicht so gut durchsetzen und sind mit unserem Spiel nicht zufrieden. Ja, am Ende mit der langen Zeit, die wir in Überzahl gespielt haben, muss man das sicherlich sagen, aber man muss halt auch sagen, dass wir es in Überzahl nicht gut ausgespielt haben, da zu wenig Druck aufbauen konnten, hatten zwar ein paar Möglichkeiten, aber haben die Bälle, glaube ich, zu leicht verloren oft und Aue dazu Kontern eingeladen und sie haben es in Unterzahl gut gemacht, deswegen muss man eigentlich sagen, dass wir nicht 2 Punkte verschenkt haben, sondern dass es am Ende ein gerechtes Ergebnis ist. Woran lag es? Aue hatte mehr vom Spiel, hatte die dickeren Chancen und ihr habt euch irgendwie ja, so ein bisschen zurückgezogen. Ist schwierig zu sagen. Also ich denke, es lag so ein bisschen an der Abstimmung, weil wir vorderen vorne drauf gehen wollten. Und wie gesagt, die Auer haben es dann übers Zentrum doch schon sehr gut gelöst gehabt und sind dann halt auch oft mit Tempo auf unsere Kette zu, auf die letzte. Ja, wir haben insgesamt, glaube ich, viel von dem, was wir uns vorgenommen hatten oder was wir umsetzen wollten, nicht zu 100% umgesetzt bekommen. Und da haben sich viele kleine Fehler eingeschlichen, die dann dazu geführt haben, ja, dass wir immer mal einen Schritt zu spät waren gegen den Ball und dass wir mit Ball ja zu nicht mutig genug gespielt haben und wie gesagt zu viele 1-gegen-1-Duelle verloren haben, sodass Aue da ein bisschen Oberwasser hatte und auch verdient in Führung gegangen ist. Ich glaube, mit unserem Tor sind wir dann besser ins Spiel gekommen und zweite Halbzeit müssen wir uns, wie gesagt, den Vorwurf gefallen lassen, dass wir einfach schneller spielen müssen. Mit dem Mann mehr müssen wir schneller und druckvoller nach vorne spielen und nicht so lange am Ball sein, dann entstehen da Möglichkeiten. Rico Benatelli hatte in der zweiten Halbzeit eine Riesenchance. Er hatte 2 Standards, die ganz knapp vorbeigingen. Warum ist der Ball nicht reingegangen? Ich sag mal, wir haben es uns vielleicht auch nicht verdient. Wir haben einfach zu wenig vom Spiel gemacht, fürs Spiel gemacht. Und ich sage, wenn du vielleicht besser spielst, gehen auch solche Bälle rein. Du bist gestern mit der Kapitänsbinde aufgelaufen. Dein erstes Punktspiel von Beginn an. Beschreib mal, was war das für ein Gefühl für dich nach der langen Pause? Und du hast gegen Magdeburg ja schon mal eingewechselt worden, aber von Beginn an ist, denke ich mal, noch was ganz anderes. Ja, definitiv. War natürlich ein sehr emotionaler Moment und auch die Mannschaft noch anführen zu dürfen. Ich glaube, wenn wir dann gestern noch gewonnen hätten, dann wäre das wirklich ein perfektes Wochenende für mich. War sehr aufgeregt im Hotel und habe mich riesig drauf gefreut und habe es dann auch einfach nur genossen. Aber im Spiel drin ist man sofort wieder in seiner Routine und in seinem Rhythmus. Und klar, das ist das, was ich jetzt brauche nach der langen Zeit, die Spielminuten. Und ich bin erstmal froh, dass ich 90 Minuten spielen konnte. Jetzt folgt kommendes Wochenende das dritte Ostduell gegen Union Berlin. Kommt dann auch das dritte Unentschieden? Hey, wir spielen ganz klar auf Sieg. Wir haben jetzt gegen Magdeburg 2 Punkte liegen lassen, hier gegen Aue 2 Punkte liegen lassen. Heißt, nächste Woche holen wir uns 3 Punkte. Klar wird es ein schweres Spiel. Union ist diese Saison konstant gut und bockstark und deswegen wird es ein hartes Stück Arbeit für uns. Wir werden da sicherlich nicht Favorit sein, aber trotz allem wollen wir unsere gute Serie an Auswärtsspielen, die wir ja zuletzt gespielt haben, da auch fortsetzen. Und trotzdem, auch wenn wir gestern ein paar Sachen nicht gut gemacht haben, können wir das nächste Woche alles besser machen. Und wir werden da trotzdem mit Selbstvertrauen hinfahren und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das ist gar keine Frage. Danke und alles Gute.